Hallöchen, liebe Freunde, hier auf dem Kanal von PvP. Okay, ja, weiter geht es hier mit unserem Spiel Night of the Dead. Ich habe da ein bisschen was geändert. Das sehen wir aber nicht hier oben, sondern da müssen wir mal zwei Etagen tiefer gehen. Schön gemütlich, damit wir nicht außer Puste kommen. So, was sehen wir denn hier? Wir sehen hier einen Flammenwerfer und ich habe hier eine Straße etabliert, eine Verteidigungsstraße innerhalb des Polizeidepartements. Ja, und da könnte man hier mit dem Bolzen wieder rausschießen durch das Fenster. Hier haben wir unsere Munikiste. Dann schauen wir doch mal raus. Natürlich hier ein bisschen eng. Die Pickers könnte man vielleicht abbauen. Schauen wir mal. Ja, geplant ist es ja eigentlich, dass die Zombies jetzt endlich einmal hier die komplette Straße bevölkern in der Nacht. Das wäre dann dementsprechend die 38. Zombie-Nacht. Ich habe die Pickers auch so weit wie möglich jetzt erstmal abgebaut. Die paar Pickers hier sollen die Zombies eigentlich nur daran hindern, dass sie nicht alle mit einer Masse in diese Verteidigungsstraße einströmen können. Schauen wir mal, ob das auch so passt, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir werden dann auch unsere Feuerspeier da oben, die werden wir, soweit wir noch Benzin haben, mit Benzin versorgen. Auf dem Dach die Katapulte, die werden wir auch bestücken. Und dann werden wir uns mehr im rückwärtigen Raum aufhalten. Und dann schauen wir mal, was so passiert. Geplant ist, dass ich mich vielleicht ganz da hinten hinstelle. In der Hoffnung, sie strömen dann irgendwann mal hier rein. Und werden dann hier auf dieser Straße ja vernichtend aufgehalten. Ob es klappt oder nicht. Wir wissen es noch nicht. Wir lassen uns einfach überraschen. Ja, und wenn es dann soweit ist, dass es 24 Uhr ist, dann seid ihr natürlich wieder herzlichst eingeladen, um zu sehen, was passiert, wie passiert was. Haben wir es richtig gemacht oder nicht? Ja, ich habe diese Straße hier direkt an die Wand angesetzt, an die Außenwand. Also auf der Innenseite der Außenwand, logischerweise, ne? Dann spare ich mir eine Wand, die ich dann schon einmal nicht mehr bauen muss. Ja, das könnte funktionieren oder auch nicht. Wir wissen es noch nicht hundertprozentig. Ja, und der Flammenwerfer hier, der soll dann die letzten paar Zombies, die hier noch durchkommen, soll der aufhalten. Schauen wir mal, ob es passt. Und ja, das muss einfach überraschen, ne? Entweder es geht gut oder es geht nicht gut. Heißt also, die 38. Nacht werden wir hier noch ausprobieren. Und dann soll es eigentlich soweit gut sein. Das heißt, wir werden dann nach der 38. Nacht werden wir unsere Funkgeräte schnappen und gehen zum Flugplatz. Dort werden wir dann die Funkgeräte etablieren, in Betrieb nehmen und dann lassen wir uns retten. Und dann wäre eigentlich das Spiel Night of the Dead fertig. Ja, und was anderes wollte ich eigentlich nicht machen, als euch zu zeigen, wie man das Spiel spielen könnte, wo man gegebenenfalls eine Base errichten ja, sollte vielleicht. Bleibt aber auch jedem selber überlassen, wie er das macht. Ich habe es versucht, von Anfang an euch zu zeigen, ja, was gegebenenfalls sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Ihr könnt es dann selber für euch entscheiden, wenn ihr dieses Spiel spielt. Wollt ihr so in dieser Richtung verfahren, wie ich es gemacht habe, oder denkt ihr euch ganz was anderes aus? Ja, das bleibt ja jedem selber überlassen. Und dann denkt an ein Like, an einen Kommentar.
Ja, zieht ein Abo von meinem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, macht die Glocke an, dann seid ihr immer informiert, was ich Neues hochlade. Und in diesem Sinne sage ich einmal Holdrio, bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye, arrivederci, euer PvP. Okay.